Hallo meine Lieben, ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Toll, dass ihr wieder dabei seid und mir zuschauen möchtet. Und dieses Mal möchte ich mit euch diesen tollen Poncho stricken. Dieser Poncho ist ein fast quadratisches Strickteil, was nur durch diese Halsöffnung oder durch diesen Schlitz hier oben nachher zum Poncho wird. Und die Anleitung dazu habe ich diesmal gefunden in diesem schönen Heft. Das nennt sich Rebecca, einfach stricken und häkeln, ist von der Firma Austermann bei Schöller. Und da sind ganz tolle Sachen drin, Pullis, Schals, Mützen, Kleider sogar. Und also die tollsten Sachen zum Stricken und Häkeln. Und hier geht es jetzt nochmal zu den Anleitungen. Die sind dann auch noch mal jedes Mal bebildert und genauestens beschrieben. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt hier für diesen Poncho Lindau entschieden. Das passende Garn, was man dazu benötigt, das nennt sich Svea Alpaka und Cotton von der Firma Austermann bei Schöller. Ich habe das jetzt netterweise für dieses Video kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und dieses Garn, da sind immer auf den Knollen 50 Gramm, hat eine Lauflänge von 200 Meter. Und hier wird die Handwäsche empfohlen und die Nadelstärke 3,5 bis 4,5. In der Anleitung ist jetzt angegeben die Nadelstärke 4. Die Maschenprobe soll man unbedingt einhalten, sage ich gleich nochmal was zu. Und erstmal die Bestandteile des Garnes, das ist 50% Baumwolle, 35% Baby-Alpaka und 15% Polyamid. Ich habe mich jetzt also auch zu dieser Farbe entschieden, weil mir das gut gefiel. Es gibt aber noch andere schöne Farben von dieser Svea. Und das ist jetzt die Farbnummer 0006. Und was wir außerdem dazu benötigen, ist natürlich die Stricknadel. Wie gesagt, ich habe jetzt meine Maschenprobe gemacht. Ich bleibe bei der empfohlenen Stärke 4. Die Maschenprobe im Grundmuster. Grundmuster heißt glatt rechts. Und glatt rechts sind ja Hinreihe rechte Maschen, Rückreihe linke Maschen. Und die Maschenprobe 20 Maschen und 30 Reihen sollen 10 mal 10 cm ergeben. Hier ist noch Größen und Verbrauch angegeben. Also ich werde es in der kleinsten Größe 36 bis 40 stricken. Da verbraucht man dann 300 Gramm. Den genauen Verbrauch sage ich euch dann am Ende des Videos nochmal. Außerdem ist hier die Größe 42 bis 46 angegeben. Da würde man 350 Gramm von dem Garn benötigen. Und nochmal die Größe 48 bis 52, da benötigt man dann 400 Gramm. Ja, was wir sonst dazu benötigen, ist natürlich mit Sicherheit ein Zentimetermaß, eine Schere und nachher eine Vernähnadel zum Vernähen der Fäden. Hier seht ihr dieses Teil nochmal aufgeführt und auch die entsprechende Strickschrift, da sage ich dann gleich noch was zu. Ich lege mir jetzt alles zurecht und dann können wir auch gleich starten. So, dann möchte ich auch gleich beginnen. Als erstes muss ich jetzt 188 Maschen anschlagen. Wichtig ist, dass ihr eine Stricknadel mit einem längeren Seil nehmt oder eine ziemlich lange Stricknadel, denn 188 Maschen, das sind ja doch eine ganze Menge. Und ich mache das hier immer mit einem Kreuzanschlag. Ich zeige euch das jetzt. Man wickelt ein Stück vom Faden ab. Man rechnet so pro Masche 2 cm. Also bei 188 Maschen wären das ca. 3,60 m oder gut gerechnet 3,70 m oder 3,80 m. Ich wickel mir jetzt ein Stück hier von dem Faden ab. Das sind jetzt hier die Meter 50 und noch einmal. So, jetzt bin ich auf 3 Meter. Nochmal ein Stück dazu. Nochmal die 60 cm, gut 60. So,
Und dann können wir jetzt starten. Und zwar den Faden lasse ich hier jetzt einfach hängen. Und der Faden, der zum Knoll führt, lege ich mir jetzt hier so zwischen dem kleinen Finger und dem Ringfinger, wende die Hand, wickel einmal von oben oder vielmehr zweimal von oben um den Zeigefinger und einmal von unten um den Daumen. Und der Faden, der wie gesagt zum Knoll führt, den halte ich jetzt hier so fest, nehme ich meine Stricknadel und stiche hier ein, hole mir hier den Faden und lass den durch die Schlaufe gleiten und die Schlaufe dann eben vom Daumen gleiten lassen. Also noch einmal hier drunter, hier den Faden holen, durch die Schlaufe hindurchziehen und die Schlaufe vom Daumen gleiten lassen. Hier drunter, hier den Faden holen. Und damit ihr jetzt bei 188 Maschen nicht so furchtbar lange warten müsst, habe ich das schon mal vorbereitet. Ich habe also hier 188 Maschen angeschlagen und jetzt muss ich einfach nur drei Reihen kraus rechts stricken. Drei Reihen kraus rechts bedeutet, ich stricke einfach nur rechte Maschen. Das könnt ihr ja sicher alle. Moment, ich muss mir das ein bisschen sortieren. So. Also ich stricke jetzt einfach mal drei Reihen mit diesen vielen Maschen kraus rechts und danach melde ich mich zurück. Die drei Reihen kraus rechts habe ich nun fertig gestrickt, so sieht es jetzt schon mal aus. Und ehe wir jetzt hier weiter stricken, möchte ich euch noch kurz die Strickschrift erklären. Für alle, die sich nicht damit so gut auskennen, es ist gar nicht so schwierig. Und zwar gibt es hier eine Zeichenerklärung, da ist ein senkrechter Strich, das bedeutet eine Masche rechts, der waagerechte Strich bedeutet eine Masche links, dann der Kreis, ein Umschlag, dann ein Strich mit einem Strich nach links geneigt, zwei Maschen rechts zusammenstricken und nochmal ein Strich mit einem Strich, der nach rechts geneigt ist, das bedeutet zwei Maschen rechts überzogen zusammenstricken, nämlich eine Masche rechts abheben und die folgende Masche rechts stricken und die abgehobene Masche darüber ziehen. Und hier ist die Strickschrift dann aufgezeichnet. Der Mustersatz besteht immer aus 13 Maschen, der wird dann in einer Reihe mehrmals wiederholt. Gezeichnet sind die Hinreihen und die Rückreihen werden dann so gestrickt, wie die Maschen erscheinen und die Umschläge links gestrickt. So, wir beginnen jetzt mal mit der ersten Reihe. Hier sehen wir also 1, 2, 3, 4 waagerechte Striche. Das bedeutet also 4 Maschen links. Dann 1, 2, 3, 4, 5 senkrechte Striche, das würde bedeuten 5 Maschen rechts. Dann wieder 4 Maschen links, nämlich die waagerechten Striche, und dann hätten wir einmal den Mustersatz von 13 Maschen gestrickt. Und wie gesagt, die Rückreihen dann so stricken, wie die Maschen erscheinen, außer den Umschlägen, die würde man links stricken, und dann geht es nachher mit der dritten Reihe weiter. Da ist das Muster etwas anders, da kommen wir aber dann ja noch zu. Jetzt beginnen wir mal mit der ersten Reihe. Ich muss jetzt in folgender Einteilung stricken, nämlich die Randmasche, dann nach zwei Maschen kraus rechts, was ja bedeutet Hin- und Rückreihe, rechte Maschen, dann 14 Mal den Mustersatz, das sind 182 Maschen und dann wieder zwei Maschen kraus rechts und die Randmasche. So, die Randmasche, ich stricke die jetzt rechts und danach eben die zwei Maschen, die ich auch rechts stricken muss. Also eine rechte und nochmal zwei Maschen rechts. Und jetzt beginnen wir mit dem Mustersatz, nämlich mit vier Maschen links. Eins,
2, 3, 4. Danach kommen die waagerechten Striche, was ja bedeutet rechte Maschen, nämlich 5, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kamen wieder 4 waagerechte Striche, was bedeutete linke Maschen. Also 1, 2, 3, 4. So. Und dann geht es wieder von vorne los. Wieder 1, 2, 3, 4 linke. 1, 2, 3, 4 und dann wieder die 5 rechten. 2, 3, 4, 5 und jetzt wieder die 4 linken. 1, 2, 3, 4. So, jetzt haben wir also zweimal den Mustersatz gemacht und ich muss den insgesamt ja 14 Mal stricken und dann kommen die 2 Maschen kraus rechts und die Randmasche. Ich mache das jetzt mal bis zum Ende der Reihe und dann geht es gleich weiter. Ich bin am Reihenende angekommen, habe also 14 Mal diesen Mustersatz wiederholt. Mir bleiben 3 Maschen übrig, das ist richtig so, denn die stricke ich jetzt 2 Maschen kraus rechts und meine letzte, die Randmasche, ebenfalls rechts. Dann wende ich die Arbeit und stricke jetzt so, wie die Maschen erscheinen. Die erste meine Randmasche wieder rechts. Das sind jetzt 2 linke Maschen, die habe ich ja auf der anderen Seite rechts gestrickt. Die erscheinen hier links, also stricke ich sie auch jetzt. Entschuldigung, das stimmt gar nicht. Die muss ich ja kraus rechts stricken, nämlich beide auf Hin- und Rückreihe rechte Maschen. So. Und jetzt kommen rechte Maschen, 4, die ich auf der anderen Seite links gestrickt habe. Die erscheinen mir hier rechts. Also stricke ich sie auch rechts. 3, 4. Und jetzt kommen die 5, die ich auf der anderen Seite eben rechts gestrickt habe. Die muss ich jetzt hier links stricken. Ja, und so mache ich die Reihe dann auch zu Ende und wenn ich dann zur dritten Reihe komme, kommen wir wieder zu einer Strickschriftreihe und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Die zweite Reihe habe ich fertig, jetzt kommen wir zu der dritten, wo wir wieder zu der Strickschrift kommen und wir beginnen ja wieder in der Einteilung wie immer, eine Randmasche, 2 Maschen kraus rechts und dann kommen hier 3 Maschen links, 1, 2, 3, dann kommt der Strich mit nach dem Strich nach links geneigt. Das bedeutete ja 2 Maschen rechts zusammenstricken. Dann kommt ein Umschlag, eine Masche rechts, nochmal ein Umschlag, nochmal eine Masche rechts, dann der Strich mit nach rechts geneigt. Das bedeutete ja eben 2 Maschen rechts überzogen zusammenstricken. Und dann eben wieder 3 Maschen links und das Ganze dann eben auch 14 Mal wiederholen. So, ich beginne jetzt mit der rechten Masche, wie immer, und dann die nächsten beiden Maschen sowieso rechts, weil die werden ja kraus rechts gestrickt. Und dann beginnen wir zu stricken. 3 Maschen links. Hoppla. 1, 2, 3, 3 linke. Jetzt müssen wir 2 Maschen rechts zusammenstricken. Das
verdehne ich mir die zweite Masche meistens ein bisschen auf, weil das so ein bisschen eng dann ist. Dann geht das in der Regel besser. Den Faden erstmal dahinter wieder legen. Na, geht doch nicht. So. So, die beiden Maschen rechts zusammenstricken. Dann kommen wir zu einer rechten Masche. Ein Umschlag, eine rechte, ein Umschlag. Also eine rechte Masche, ein Umschlag, den Faden von vorne so über die Nadel legen. Das muss ich selber nochmal gucken, ich weiß das auch noch nicht auswendig. Rechts, Umschlag, rechts, wieder einen Umschlag und noch eine rechte Masche. Und jetzt kommen wir zu dem Zeichen, wo wir zwei Maschen überzogen zusammenstricken, also eine Masche rechts abheben, die nächste Masche rechts stricken und die abgehobene jetzt einfach so drüber ziehen. Und dann kommen wieder drei Maschen links. Also ich kann auch so rumstricken, wie ihr das in der Regel alle macht, aber es geht mir nicht so gut von der Hand. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. So, das war jetzt einmal dieser Mustersatz. Jetzt beginnen wir wieder von vorne. Nochmal drei Maschen links. Bleib wenn ich aus dem Bild. Eins. Zwei. Drei. Drei Maschen links habe ich gestrickt. Jetzt kommen wieder die zwei Maschen, die ich rechts zusammenstricken muss. Hier dehne ich wieder ein bisschen und stricke die beiden Maschen rechts zusammen. Hoppla. Dann eine rechte, ein Umschlag, eine rechte, ein Umschlag und noch eine rechte. Also einmal rechts, Umschlag, nochmal rechts, nochmal Umschlag und nochmal rechts. Und jetzt kommen wieder die zwei Maschen rechts überzogen zu. Entschuldigung. Doch, zwei Maschen überzogen zusammenstricken, was ja bedeutet, eine Masche abheben, die nächste rechts stricken und die abgehobene Masche drüber ziehen. So, und dann wieder drei Maschen links. Eins. Zwei und die dritte. Und dann beginne ich den Mustersatz wie vorhin auch wieder von vorne. Also jetzt insgesamt zweimal habe ich den Mustersatz jetzt gemacht, mussten jetzt noch 12 Mal wiederholen, also insgesamt 14 Mal. Dann wieder unsere zwei Maschen kraus rechts und die Randmasche und die Rückreihe dann so, wie die Maschen erscheinen. Und danach kommen, wenn ich dann bei der fünften Reihe angelangt bin, zeige ich euch, wie es weitergeht. Bis gleich! Nun habe ich also die Reihe 3 und 4 beendet. Jetzt kommen wir zu der Reihe 5. Und da müssen wir folgendermaßen stricken. Wieder unsere Randmasche, dann zwei Maschen kraus rechts. Und dann geht es hier weiter mit dem Mustersatz, der ja immer wiederholt wird von 13 Maschen. Wir beginnen in der fünften Reihe mit zwei Maschen links, zwei Maschen rechts zusammenstricken, eine Masche rechts, einen Umschlag, drei Maschen rechts, einen Umschlag, eine Masche rechts, zwei Maschen rechts überzogen zusammenstricken und zwei Maschen links. Also ich stricke jetzt erst die Randmasche, danach zwei Maschen kraus rechts. Dann stricke ich zwei Maschen links, 1, 2, dann die beiden nächsten Maschen rechts zusammenstricken, 1 Masche rechts, dann kommen wir zum Umschlag. Umschlag und drei Maschen rechts, 1, 2, 3,
einen Umschlag, eine Masche rechts und die zwei Maschen überzogen zusammenstricken, also die erste abheben, die zweite Masche rechts stricken und die abgehobene über die gerade gestrickte drüber ziehen. Dann kommen wieder zwei Maschen links, eins, zwei. So, das war jetzt das erste Mal der Mustersatz, jetzt wiederholen wir den wieder. Also wiederum zwei Maschen links, eins, zwei linke, dann wieder die zwei Maschen rechts zusammenstricken, danach eine rechte Masche rechts. Ein Umschlag, drei Maschen rechts, eins, zwei, drei, drei Maschen rechts, dann wieder einen Umschlag, eine Masche rechts und zwei Maschen überzogen. Zusammenstricken, also abheben, stricken, die abgehobene Masche drüber ziehen. Und nochmal zwei Maschen links. Eins, zwei. So, das war jetzt das zweite Mal der Mustersatz. Und jetzt muss ich den also noch 12 Mal wiederholen. Danach zwei Maschen Kraus rechts stricken und die Randmasche. Und die 6. Reihe wird dann gestrickt, so wie die Maschen erscheinen. Und die Umschläge links stricken. Und bei der 7. Reihe zeige ich euch dann gleich, wie es weitergeht. Bis gleich. So, die 5. und die 6. Reihe sind fertig. Jetzt kommen wir zu der 7. Reihe. Da beginnen wir wieder wie eben auch mit einer Randmasche, zwei Maschen Kraus rechts und dann mit dem Mustersatz. In der 7. Reihe geht er folgendermaßen. Wir beginnen da mit einer Masche links, zwei Maschen rechts zusammenstricken, eine rechte Masche, einen Umschlag und 1, 2, 3, 4, 5 rechte, einen Umschlag, eine rechte, zwei Maschen überzogen zusammenstricken und eine linke. So, das möchte ich jetzt machen. Also ich beginne mit der Randmasche, mit den zwei Maschen Kraus rechts. Eine linke, zwei Maschen rechts zusammenstricken, eine rechte Masche, einen Umschlag und 5 rechte Maschen. Eins, 2, 3, 4, 5, 5 rechte, dann kommt ein Umschlag und eine rechte Masche und wieder zwei Maschen überzogen, einmal abheben, einmal stricken und die abgehobene über die gestrickte Masche drüber ziehen, dann wieder eine linke Masche und dann beginnen wir wieder von vorne, eine linke, zwei Maschen rechts zusammenstricken, eine rechte, einen Umschlag, 5 rechte, 1, 2, 3, 4, 5, einen Umschlag, eine rechte und die beiden wieder überzogen. Einmal, einmal stricken, die abgehobene drüber ziehen und wieder eine linke Masche.
So, und danach, wie gehabt, den Mustersatz, also jetzt noch 12-mal wiederholen. Danach die beiden Maschen aus rechts, die Randmasche und danach die Rückreihe, so wie die Maschen erscheinen und die Umschläge links stricken. Danach kommen wir zu der letzten Reihe, zu der 9. Reihe. Da melde ich mich dann zurück. Ja, die 7. und 8. Reihe habe ich nun auch fertig und jetzt kommen wir zu der 9. Reihe. Und da beginnen wir auch wieder wie immer mit der Randmasche und zwei Maschen kraus rechts. Und dann geht der Mustersatz los und zwar beginnen wir diesmal mit zwei Maschen rechts zusammenstricken. Danach eine Masche rechts, ein Umschlag und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maschen rechts, einen Umschlag, eine Masche rechts und zwei Maschen rechts überzogen zusammenstricken. Und dann geht es wieder von vorne los. Also 13 Mal wieder wie gehabt diesen Mustersatz. So, ich beginne jetzt wie immer mit der Randmasche und zwei Maschen kraus rechts. 2, 3, dann die beiden Maschen rechts zusammenstricken, ich wollte es ja andersrum zeigen, so eine rechte Masche, einen Umschlag und 7 Maschen rechts. 1, ich kann es so rum wirklich nicht so gut. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Maschen rechts, ein Umschlag. Eine Masche rechts und die beiden Maschen überzogen rechts zusammen stricken, also eine abheben, eine stricken, drüber ziehen. So, das war jetzt das erste Mal der Mustersatz und jetzt kommt zum zweiten Mal wieder zwei Maschen rechts zusammenstricken. Eine Masche rechts. Ein Umschlag und die 7 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und weiter mit einem Umschlag. Eine rechten Masche und wieder abheben, eine stricken und die abgehobene über die gerade gestrickte drüber ziehen. Das war jetzt zum zweiten Mal der Mustersatz und so geht das jetzt weiter bis zum Ende der Reihe, bis 3 Maschen vor Ende, dann wieder die beiden kraus rechts gestrickten Maschen, die Randmasche, die Arbeit wenden. Und auf der Rückseite dann wieder die Maschen stricken, wie die Maschen erscheinen und die Umschläge dabei links stricken. So, und dann haben wir ja 10 Reihen diese Strickschrift beendet. Und danach, ich muss also insgesamt 30 Reihen stricken, also noch zweimal dieses Muster hier. Und nach den 30 Reihen melde ich mich dann zurück und zeige euch dann, wie es weitergeht. Bis später! Ja, nun bin ich also fertig geworden mit den 30 Reihen. So sieht es jetzt schon mal aus. Und jetzt müssen wir folgendermaßen weiter stricken in einer etwas anderen Einteilung. Nämlich, wir stricken jetzt am Anfang, also hier am Anfang der Reihe und am Ende der Reihe nur noch zweimal den Mustersatz. Und die mittleren Maschen, 130 Stück nämlich, stricken wir rechts. Man sieht das hier auf dem Bild auch. Hier ist ja ganz viel auch rechts, glatt rechts gestrickt. Das machen wir dann folgendermaßen. Wir stricken erstmal unsere Randmasche, dann wieder die zwei Maschen kraus rechts, zweimal den Mustersatz, A13 Maschen, das sind also 26 Maschen, danach 130 Maschen glatt rechts,
dann wiederum zweimal den Mustersatz, gleich 26 Maschen, zwei Maschen Kraus rechts und die Randmasche. Ich beginne jetzt hier wieder, also erstmal mit der Randmasche, danach zwei Maschen Kraus rechts und danach kommt eben zweimal dieser Mustersatz, A13 Maschen. In der ersten Reihe waren das ja hier am Beginn 1, 2, 3, 4 Maschen links, 5 Maschen rechts und dann wieder 4 Maschen links. Also 1, 2, 3, 4, 4 linke, dann 5 rechte, 1, 2, 3, 4, 5 und wieder 4 linke. Vier linke und dann beginnt man ja wieder von vorne, nochmal vier linke, 1, 2, 3, 4, dann wieder die 5 rechten Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, und nochmal die 4 linken Maschen. 1, 2, 3, 4. So, jetzt habe ich also zweimal den Mustersatz gestrickt. Und jetzt muss ich glatt rechts weiter stricken, eben in der Hinreihe rechte Maschen und Rückreihe eben linke Maschen. Und das 130 Maschen. Das mache ich jetzt schnell. Und zeige euch dann noch am Ende zweimal den Mustersatz. Bis gleich. Die 130 Maschen glatt rechts habe ich weiter gestrickt und jetzt kommen wir wieder zu dem Ende der Reihe. Zweimal den Mustersatz. Ich beginne also wieder wie in der ersten Reihe angegeben. 4 Maschen links, 5 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5 und wieder 4 linke. 1, 2, 3, 4 und jetzt kommt zum zweiten Mal der Mustersatz. Wieder 4 linke, beginne ja jetzt wieder von vorne, 1, 2, 3, 4, 5 rechte Maschen, 1, 2, 3, 4, 5 und wieder 4 linke, 1, die erste Reihe ist ja sehr einfach, die geht ja noch ganz ohne Umschläge. 3, 4 und jetzt müssen wir 3 Maschen übrig haben, nämlich die beiden, die wir kraus rechts stricken und unsere Randmasche. Dann haben wir alles richtig gemacht und dann kommen wir zu der Rückreihe. Da stricken wir ja die Maschen so, wie sie uns erscheinen. Und jetzt auch wieder nur zweimal den Mustersatz, also ich beginne wieder mit der Randmasche. Und die zwei kraus rechten Maschen, 1, 2, so, und hier, das sind jetzt die letzten 4 Maschen waren ja links, die sind jetzt auf der Seite hier rechts, das kann man gut erkennen, und die stricke ich jetzt also 4 rechte, 1, 2, 3, 4, und danach kommen 5 linke, 1, 2, 3, 4, 5 und dann wieder 4 rechte, 1, 2, 3,
wir und dann kommt wieder der zweite Mustersatz, also zum zweiten Mal. Jetzt haben wir wieder vier Rechte. Eins, zwei, drei, vier, fünf linke, eins, zwei, drei, vier, fünf und noch einmal vier rechte. Dann haben wir zweimal den Mustersatz gestrickt. Eins, zwei, drei, vier und jetzt kommen wir wieder zu den 130 Maschen, die wir glatt rechts stricken, also auf der Rückseite eben linke Maschen. Einfach jetzt 130 Maschen links und danach nochmal zweimal den Mustersatz, zweimal Kauz rechts und die Randmasche. Und so geht das Ganze dann weiter und zwar 37,5 cm, denn dann sind wir hier an der Halsöffnung. Also ich stricke jetzt meine 37,5 cm und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Bis nachher. Ja, nun schaut einmal, ich habe meine 37,5 cm jetzt gestrickt und so wunderschön sieht es jetzt aus. Das war jetzt also 12 Mal habe ich diesen Mustersatz wiederholt und habe, wie gesagt, meine 37,5 cm erreicht. Und jetzt geht es weiter folgendermaßen, denn jetzt muss ich die Arbeit für die Halsöffnung in der Mitte teilen und beide Seiten werden dann getrennt weiter gestrickt mit jeweils 94 Maschen in folgender Einteilung. Die rechte Seite, da beginnen wir ja mit der Randmasche, zwei Maschen Kauz rechts, dann wieder zweimal den Mustersatz stricken, dann 62 Maschen glatt rechts stricken, zwei Maschen Kraus rechts und die Randmasche. Das machen wir also jetzt. Ich bin jetzt bei dem Mustersatz wieder in der ersten Reihe angelangt. Ihr erinnert euch, das ist ja meine Strickschrift und in der ersten Reihe beginne ich mit drei Maschen rechts und dann kommen in der ersten Reihe vier Maschen links, fünf Maschen rechts, vier Maschen links. Das ist ja dann einmal der Mustersatz mit 13 Maschen. Ich muss den Mustersatz aber dann ja wie gehabt zweimal stricken. Also ganz normal drei Maschen rechts, also eine Randmasche, zwei Maschen Kraus rechts. So, und dann kommen jetzt vier linke Maschen. Eins, zwei, drei, vier und fünf rechte. Eins, zwei, drei, vier, fünf und wieder vier linke. Das ist dann jetzt einmal der Mustersatz. Drei, vier. Und jetzt muss ich den ein zweites Mal stricken, beginne wieder mit vier linken Maschen. Zwei, drei, vier, fünf rechte Maschen. 2, 3, 4, 5 und nochmal 4 linke. Das ist ja jetzt die erste Reihe wieder von der Strickschrift oder von dem Mustersatz. 2, 3, 4. So, und jetzt stricke ich einfach 62 Maschen rechts. Danach wieder zwei Maschen Kraus rechts und die Randmasche. Ich mache das eben und zeige euch dann, wie es weitergeht. Ja, nun bin ich fertig mit dieser Reihe. Ich habe die 62 Maschen rechts gestrickt, danach wieder zwei Maschen Kraus rechts und eine Randmasche, nämlich ebenfalls rechts. Jetzt wird ja die Arbeit getrennt, bearbeitet und die linke Seite bearbeiten wir später. Dadurch habe ich mir die Maschen hier stillgelegt mit einem Seil und mit diesen Endkappeln. Und jetzt stricken wir also ganz normal in der Rückreihe wieder unsere Maschen. Wir stricken ja glatt rechts. Dadurch haben wir hier jetzt die linken Maschen, außer natürlich der ersten, die wir jetzt als Randmasche hier stricken. Die stricke ich hier rechts. Dann meine zwei
Maschen Kraus rechts und danach eben linke Maschen, nämlich die 62 Maschen. So, nach diesen 62 Maschen komme ich dann wieder zu meinem Mustersatz, den ich hier auf der Rückseite so stricke, wie die Maschen erscheinen. Und nämlich zweimal, das sind 26 Maschen, danach kommen die zwei Maschen Kraus rechts und die Randmasche. Und dann geht es natürlich weiter mit der Strickschrift mit der dritten Reihe. Dritte Reihe bis einschließlich 10. Reihe. Und das mache ich dann eben 26 cm in dieser Einteilung stricken und danach kommen wir zu der linken Seite. Da geht das praktisch genauso, nur eben umgekehrt. Randmasche, zwei Maschen Kraus rechts, 62 Maschen glatt rechts und dann kommt der Mustersatz, zweimal der Mustersatz, zweimal Kraus rechts und die Randmasche. Ich hoffe, das war jetzt so verständlich. Das ist ja die rechte Seite und nachher ist das hier. Ist ja unsere linke Seite und da haben wir die Strickschrift natürlich an der linken Seite. Aber das zeige ich euch dann. Ich mache jetzt erstmal meine 26 cm, stricke ich jetzt in die Höhe und melde mich dann wieder. Bis später. Ja, nun habe ich also die 26 cm weiter hochgestrickt von der Stelle an hier und habe mir die Maschen jetzt hier stillgelegt. Und jetzt kommen wir ja zu der linken Seite, die müssen wir ja dann gegengleich bearbeiten. Und da beginne ich jetzt hier, habe ich mir das auf die Stricknadel wieder gemacht und beginne dann die Randmasche, zwei Maschen Kraus rechts, dann die 62 Maschen glatt rechts und danach eben zweimal wieder unseren Mustersatz. Und die letzten drei Maschen, die dann übrig bleiben, zwei Maschen Kraus rechts und unsere Randmasche ebenfalls hier rechts. Und das stricke ich dann genauso wie die rechte Seite, nämlich 26 cm weiter hoch. Und danach müssen wir alles wieder komplett auf eine Stricknadel nehmen. Ich mache das jetzt und dann melde ich mich zurück. Bis später. So, nun habe ich auch die 26 cm auf der linken Seite zu Ende gestrickt. Hier habe ich jetzt meine Halsöffnung und jetzt habe ich alle 188 Maschen wieder auf eine Nadel genommen und muss jetzt in derselben Einteilung wie vor der Halsöffnung weiter stricken. Nämlich indem ich jetzt hier wieder beginne mit der Randmasche, zwei Maschen Kraus rechts, zweimal den Mustersatz, dann die 130 Maschen glatt rechts, dann wieder zweimal den Mustersatz, zwei Maschen Kraus rechts und eine Randmasche. Und das mache ich dann genauso lange wie dieses Stück hier. Das sind jetzt gute 26 cm von der Halsöffnung bis hier, bis zu diesem Beginn. Das muss ich jetzt nochmal stricken. Und danach melde ich mich dann nochmal zurück, denn dann geht es nochmal über die ganze Breite mit der Strickschrift. Und hier ja im Augenblick nur die Strickschrift an den Rändern, also am rechten und eben auch am linken Rand. Und der Rest ja glatt rechts stricken. So, das mache ich jetzt mal und melde mich dann anschließend zurück. Ja, nun schaut einmal, ich war also wirklich fleißig. Ich habe weiter hochgestrickt, diese 26 cm und immer links und rechts mit dem Ajour-Muster. Und insgesamt habe ich jetzt 27 Mal dieses Muster wiederholt. Das könnt ihr ganz einfach abzählen. Und jetzt muss ich wieder über alle 188 Maschen das Ajour-Muster stricken. Also nicht nur an den Rändern, zweimal den Mustersatz, sondern wie ganz am Anfang wir auch gestrickt haben, hier dreimal in die Höhe und zwar über die ganze Breite, nämlich 14 Mal den Mustersatz wiederholen. Und das mache ich ganz genauso nach der Strickschrift, wie ich euch das am Anfang ja gezeigt habe. Immer diese 10 Reihen wiederholen. Das war ja immer, der Mustersatz besteht ja immer aus 13 Maschen. Und das eben hier über die ganze Breite stricken.
Und das wird eben der Report, der wird noch weitere dreimal als in die Höhe gestrickt. Das sind gleich 30 Reihen. Danach stricken wir noch 4 Reihen Kraus rechts und dann werden einfach nur die Maschen rechts abgekettet. So, das mache ich jetzt und dann zeige ich euch nachher das Endergebnis. Bis später. Nun habe ich also dreimal den Rapport noch weiter gestrickt. So sieht es jetzt aus und danach eben die 4 Reihen Kraus rechts. Und jetzt beginne ich eben die letzte Reihe mit den Maschen recht zu stricken und abzuketten. Also stricken, die nächste stricken und dann die erste Masche über die andere drüber ziehen. Aber das kennt ihr ja auch alle. Das brauche ich sicher nicht noch weiter zu zeigen. Ich mache das jetzt eben, vernähe noch die Fäden und dann ist das Tuch auch schon fertig. Bis gleich. Ja, nun habe ich also auch die Maschen der letzten Reihe abgekettet und somit ist mein super, super schöner Poncho fertig. Also der ist wirklich ganz toll geworden und hat eine stattliche Größe. Es sollten ja 92 mal 92 Zentimeter ergeben. Ich habe ein klein wenig mehr. Ich habe jetzt ja 94 mal 94 Zentimeter. Das mal so im Bild einzufangen. Hier war ich also auf 94 cm. Und man kann jetzt den Poncho noch anfeuchten und spannen über Nacht. Das werde ich dann wahrscheinlich noch machen. Aber sonst sieht er wirklich ganz, ganz toll aus. Gefällt mir richtig gut. Und zum Verbrauch der Wolle waren ja in dieser Größe 36 bis 40 waren ja angegeben 300 Gramm. Damit bin ich also auch sehr gut ausgekommen. Und gut, es war was an Arbeit, das muss ich schon sagen, weil es ja doch eine stattliche Größe ist. Aber ich denke, die Arbeit hat sich gelohnt. Und ja, das war's dann wieder für heute. Ich hoffe, dass euch mein Video gut gefallen hat. Und wenn ja, bitte lasst es mich wissen, entweder durch einen Kommentar oder den Daumen hoch. Gerne könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Es werden sich ja noch andere schöne Dinge folgen. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder meine Zuschauer seid. Danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!